Matthias, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Dann legen wir jetzt los. Weißt du, was hier jetzt fehlt? Der SpongeBob-Soundtrack. Warte mal, wie geht der Text? Moment. Könnt ihr mich hören? Ei, ei, Captain! Ah ja, genau. Oh. Oh, ich lerne den Text auswendig, kommt dann in der nächsten Folge. Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob, Schwammko! Okay, start. Saugstark und hoch, gelb und zwar sehr. Wenn der Sinn noch verzweifelt im Blödsinn euch steht, dann schminkt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät. Oh, ich hab Schmerzen. Also, wir fangen an mit Kane. Kane ist... Was hat Kane? Kane fängt mit einem Schlüssel an und mit einem geilen Fuß. Also eigentlich mit einem glücklichen Fuß. Jetzt ein glücklicher Fluss wäre aber auch geil. Nur kurz, um zu erklären, was wir hier eigentlich tun. Ich dachte mir, es wäre doch lustig, wenn Lenny ein bisschen Co-Moderation statt hätte. Wieso machst du die Truhe nicht auf? Weil ich nicht dumm bin. Ja, erzähl weiter, ich erklär's dir danach. Genau, und einfach weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt 10 Stunden Playtime in Isaac ungefähr, habe noch nie Mom erledigt und bin der übelste Kacknub in dem Spiel. Hab aber übelst Bock bekommen auf das Spiel, nachdem ich Lenny ein, zwei Mal hab spielen sehen. Und deshalb dachte ich mir, wäre es doch nicht schlecht, mal einen Kacknoob hier dabei zu haben, der die ganzen Idiotenfragen stellt. Genau. Also, wir haben jetzt den Luckfoot, das erste. Deswegen hier werden wir keine negativen Effekte durch Pillen bekommen, was extrem mächtig ist. Okay, das ist jetzt nicht so mächtig. Okay, und jetzt haben wir Panic Farts. Ich glaube, es ist Damage, wenn wir getroffen werden. Ich bin mir aber nicht sicher. Du darfst gerne nachgucken, Matthias. Ja, richtig. Also ich spiele hier den Matrix Operator. Ich habe die Wiki offen. Und... Ah, die Zecke. Ja, die hatte ich heute auch bei dem Run. Lustig. Kriegst du nicht mehr los, das Scheiß. Ja, ich will sie nicht mitnehmen. Du kriegst sie einfach nicht los. Also der Grund, warum ich die Truhe nicht gleich aufgemacht habe, es hätte ja sein können, dass ich voll viele Münzen finde, dann wäre ich lieber in den Shop gegangen. Ah, verstehe. Aber wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich auf der ersten Ebene 15 Münzen findet? Nicht unwahrscheinlich. Wenn du eine Bombe findest, in den Secret Shop gehst, dann muss da einfach nur eine passende Münze drin liegen und dann hast du es schon. Ach so. Oh, ey, hör doch auf, so AIDS-Fliegen zu beschwören. Nein! Wow. Das war knapp. Ja, das war geplant. Was ist jetzt die Spezialität von Kane? Also er hat weniger Leben, ja. Startet aber mit dem Lucky Foot. Er startet nicht mit einem Schlüssel, sondern mit einem Lucky Foot. Und der Lucky Foot ist meiner Meinung nach das stärkste Item in dem Spiel. So, Cube of Meat. Weil er was macht? Du hast mehr Luck. Ah. Das heißt zum Beispiel, du kannst keinen negativen Pilleneffekt bekommen. Du findest mehr irgendwelche Scheiße und... Oh, wie ich diese Spinnen hasse. Die sind einfach. Weißt du, ich kann ja genau voraussagen, wo die hinspringen. Nämlich immer in meine Position. Die haben ja diese Verzögerung in der Bewegung. Ja, das sagst du so einfach. Soll ich? Nein. Ach ja, komm, mach doch. Na gut. Oh, siehst du, jetzt habe ich schon 9 Münzen. Cool. Oh. Aber kein Schlüssel für den Shop. Ha! Entschuldigung. Ja, Mann, ich habe meinen Schlüssel für ein Item rausgehauen, das ich dann nicht mitgenommen habe. Und was du siehst hier, die Reichweite von Kane ist überkrass scheiße. Das ist echt ein bisschen lächerlich. Ich dachte erst, da wäre eine unsichtbare Barriere und du willst mich jetzt auf den Bug hinweisen. Wenn auch der Kopf nicht geschossen hat. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Nein! Nein! Okay, also diese Bohne. Oh mein Gott. Alter. Also ich finde das. Ich würde sagen, wir fangen gleich von vorne, von vorne an. Oh Mann. Nein. Nein. Es wird alles wird hochgeladen, egal wie schlecht es ist. Alter, diese Gegner machen mich fertig! Ah! Du triffst die einfach nicht, was geht denn? Ja, ich habe halt wenig Reichweite, es ist echt schwierig. Ich habe heute den Arrow Room gefunden in einem Run.
den Error. Ja. War echt sehr lustig. Ich bin da rein und dachte, what the fuck? Steht da einfach so ein Typ dran, der sagt, I am Error. Ja. Da kannst du so geile Sachen finden. Ja, bei mir war es echt erbärmlich. Ich habe, glaube ich, nichts als Münzen. Münzen und nochmal irgendwas. Wenn du halt mit Kane da reinkommst und da liegen irgendwie 8 Pillen, dann ist das Game halt einfach gewonnen. Also ich ja, muss sagen, für mich nicht. Der Run ist extrem scheiße, weil ich renne hier mit einem Herz rum und ich habe ein Item gefunden, das damaged, oder das macht dieses Bad Gas, wenn ich getroffen werde. Was das ziemlich nutzlos ist. Ne, es macht sau viel Damage, aber ich muss die Gegner dabei berühren und ich krieg dabei Schaden, also ja, es ist nutzlos. Eben, und da Kane nicht so viel Leben hat, ist das jetzt echt scheiße. Also das sind wirklich die einfachsten Gegner. Die kleinen Spinnen sind viel ekliger. Boah, jetzt kommt die Wahl der Qual. Tour of Hearts. Oh, Shop oder... Nein, ich gehe nicht in den Shop. Oh nein. Oh nein. Der ist so scheiße, der Dead Bird. Der ist so scheiße. Jetzt krieg ich wieder ein Damage, ein Item, das darauf basiert, dass ich Damage krieg. Und ich habe keine Bombe und der Secret Room ist da unten, hier. Ah. Okay, also der andere Run war eindeutig besser, unser Testrun. Oh ja, das war lustig, das könnte man eigentlich kurz erzählen, während du jetzt diesen Pimmelofanten hier fertig machst. Ja, dann erzähl mal. Wir hatten vor ein paar Tagen mal einen Testrun, um das auszuprobieren, wie das funktioniert, dass wenn Lenny seinen Bildschirminhalt an mich streamt, weil sonst bringt es ja nichts, dass ich co-moderiere, wenn ich nicht sehe, was er tut. Hä? Und da ein konventioneller Stream wie auf Twitch TV immer eine Verzögerung drin hat, ist es natürlich auch nutzlos, weil was bringt es, wenn ich 3 Minuten im Nachhinein co-moderiere? Squeezy. Nein! Cheers. Fuck! Okay. Was? Also, ich habe gerade aus Versehen das Soul Heart eingesammelt, weil ich, ja. Ich dachte, ich habe jetzt hier 2 Herzen. Das heißt, ich könnte einmal in den Opferraum gehen, ein HP opfern und es wieder aufsammeln. Aber wenn ich jetzt da reingehe, dann opfere ich mein Seelenherz und das will ich nicht. Ja, genau, und in diesem Run wäre er sowas von problemlos zur Mutter gekommen und hätte sie dann auch mit Sicherheit völlig problemlos besiegt und wer weiß, wie weiter noch gekommen wäre. Und dann direkt vor dem Bossraum mit Mutter hatte er daher gesagt, nee, stopp, ist nur ein Testrun und hat das Spiel beendet. Ja, war lustig. Ja. Und traurig. Es war sehr traurig vor allem. Also aber wie viel Glück du in dem Run hattest? Ja, übel. Ja, es ist halt okay, weißt du. Ja. Was muss man tun, um Kane freizuschalten? Du brauchst 55 Münzen. Wenn du meine Videos angucken willst, solltest. Okay. Du musst einfach. Hallo, ich schneide sie. Ich gucke sie eigentlich. Nein, ich habe alle angeguckt. Nee, ich erkläre auf wunderschöne Weise, wie ich jetzt Kane freischalte. Echt jetzt? Ja, weil du brauchst 55 Münzen und dann bekommst du ihn. Und was war Samson? Wie kriegst du den? Weil der war auch irgendwann im Gespräch. Samson kriegst du, wenn du die Mutter besiegst, aber 2 Treasure Rooms geskippt hast. Ah, richtig. Was war das? Okay, gut, alles klar. Was macht das Tour of Hearts? Das verdoppelt, glaube ich, meine HP. Also, das füllt sie auf. Also sagen wir, ich habe 2 von 4 Herzen, dann macht er das Doppelte draus, Punkt, dann habe ich volle HP. Glaube ich. Okay. Jetzt war die schlechteste Tour of Card, ja. Du kannst gerne Two nachgucken. Of Hearts. Verdoppelt die Anzahl der Herzen bis zur vollen Herzzahl. Ja, siehst du. Papa weiß Bescheid. Ah, wenn du aber nur ein halbes Herz hättest, kriegst du, werden daraus 2. Ach, cool. Ist also sozusagen dein Panic-Button. Ja, ganz nett. Ich bräuchte mal einen Schlüssel. That's right. Ja, dann schau doch mal den Luckfoot nach. Ah, was will ich mit seinem Herz?
Oh, das ist ein ekliger Raum. Oh mein Gott. Oh ja, ich glaube, den hatte ich gerade vorhin auch bei meinem Run. Aber ich habe mir jetzt nur ein halbes Herzschaden genommen. Oh, du auch. Ja. Warum seid ihr jetzt alle am Isaac spielen, ey? Weil man das einfach so zwischendurch, ups, bin ans Mikro gekommen, wenn man das einfach mal kurz so machen kann, weißt du, ohne jetzt da groß... Du hast, glaube ich, noch nie Isaac gespielt. Später, wenn du einen Full Run machst, da kann über eine Stunde gehen. Jetzt habe ich schon wieder nur einen Schlüssel. Geil. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, bei mir dauert... Ich bin froh, wenn ein Run bei mir 5 Minuten anhält. Echt? Also, Lucky Food. Beim Tragen des Lucky Food bekommt der Spieler keine schlechten Pillen. Wenn der Spieler die Bad Trip Pille bereits vorher gefunden hat, wird diese nicht aus dem Spiel entfernt. Folgende Chancen werden erhöht: Herzen oder Münzen aus Haufen und Feuerstellen erhöht die Chance, beim Hütchenspieler zu gewinnen. Hallo Boss. Hallo Boss, ja. Hourglass. Oh, also das sind jetzt herbekommen. Das habe ich jetzt gerade aus dem Item Room rausgeholt. Ah, habe ich gar nicht mitgekriegt. Genau, erhöht die Chance, Items aus goldenen Truhen zu bekommen. Erhöht die Chance, Items aus Slotmaschinen zu bekommen. Ein Pickup nach dem Säubern eines Raumes zu erhalten und weniger Bosse in Championform. Oh. Du hast ein Krönchen. Oh ja. So sexy. Okay, Hallo? Teufeldeal? Nee, keine guten Items. Scheiße, Mann, ich habe 23 Münzen, ich muss in den Shop rein. Was mache ich jetzt? Fuck. Geil. Warum ist das jetzt geil? Ich finde das Item geil. Dann musst du erklären, was es tut. Es beschwört Fliegen. Ach so. Kennst du diese Karte, die 3 Fliegen beschwört? Ja. Ja, genau. Das kann das Ding auch. Oh mein Gott, was ist das für ein ekliger Raum? Hilfe! 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 Oh. Nein! 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 Oh mein Gott! Jetzt habe ich den größten Fail ever hingelegt. Also. Bist du jetzt gerade echt. Der hat jetzt echt die Tür aufgesprengt und du bist dann aus dem Raum rausgelaufen. Was bedeutet, du musst den Raum nochmal machen. Ja, genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja, sehr genau. Gut. Ja, ja, genau. Okay, ich beschwöre 3 Fliegen. Und die werden jetzt. Ich sehe nur 2. Ich sehe auch nur 2. Also eigentlich beschwört er 3 Fliegen. Ah, ja, okay, aber ich meine. Genau, das war bei meinem letzten oder vorletzten Run echt ein Problem. Ich hatte so viele Begleiter, die hinter mir hergeflogen sind, dass ich einfach nicht mehr dodgen konnte, weil ich nicht mehr sagen konnte, sind es meine Fliegen, sind es gegnerische Fliegen. Ich hatte dieses komische Auge, das im Raum rumspringt, und dann hatte ich Piep als Boss, wo dann 3 Augen rumgeflogen sind, wobei mich 2 davon töten wollten und einer nicht, und das war so kacke. Doch geil. Ja, grundlegend schon, aber wenn du dann halt irgendwann echt eine Ahnung mehr hast, was du dodgen musst und was dir helfen will, wird es echt kompliziert in manchen Räumen. Ja, das ist richtig. Aber ich bin auch ein Kacknoob. Ich habe ein ganz massives Schlüsselproblem. Das sehe ich, ja. Da? Nein, anscheinend nicht. Oh mein Gott. What the fuck? Also das wird, glaube ich, echt anstrengend. Mhm. So, dann holen wir uns nochmal das Herz und die Kiste. Bleibt an der Bombe stehen, tot. Das wäre jetzt der beste Run gewesen. Alter. Oh Gott, solche Räume finde ich so geil. Wenn du dann noch
das große Glück hattest und direkt davor ein paar Speed-Up-Items eingesammelt hast, dann bist du so am Arsch. Ja, aber sowas von. Okay. Ich brauche diesen Scheiß. Ah, ich brauche einfach einen Schlüssel. Ich brauche zwei Schlüssel. Oh, wir sollten den Fighting Room machen. Unbedingt. Komm schon, Schlüssel. Alter! Cool, du hast fast so viele Münzen, um Kane freizuschalten. Ja. Ach toll. So. Verdammt! Ich habe mit Kane einmal in einem Run zweimal den Dollar gefunden. Den Dollar? Der gibt 99 Cent. Ist ja ein Dollar. Echt jetzt? Ja. Und warum gibt der nur 99 Cent, wenn es ein Dollar ist? Weil 99 halt Max ist. Ja, weiter. Ja, ist cool, wenn du 99 Cent hast und dann 99 Cent findest. Das heißt, es bringt genau gar nichts. Voll geil. Auf den Run hätte ich mich jetzt gefreut. Du findest eine Arcade und gamblest einfach erstmal 3 Stunden. Ja, das könnte doch kommen. Also ich meine, es ist ja Kane. Mit Kane gamblest du immer so lange, weil du gewinnst ja so viel. Und beim Gewinnen bekommst du relativ oft Münzen. Alter! Okay. Deine Reichweite reicht nicht bis ganz da nach oben. Boah, dieses Zeug zu dodgen, das ist so anstrengend. Komm hier, schieß auf mich. Ich bin so gut. Wow, ein Herz. Ich bräuchte immer noch einen Schlüssel. 2! Keine Münzen, Alter! Oh, ein goldener Kackhaufen. Hab ich noch nie gefunden. Allerdings den Arrow Room. Ernsthaft? Ja. Oh, wow. Hallo, schau mal, hier ist ein Schlüssel. Schau da. Und ich kann da nicht hin. Du brauchst einen Magnet. Ja, aber einen Magnet würde ich zum Beispiel eventuell im Treasure Room bekommen, für den ich einen Schlüssel brauche. Komm schon. Ein Teufelskreis. Fast. Komm schon. Oh Mann. Okay, da ist jetzt ein Schlüssel drin. Fuck dieses Game! Ist ja ohne Witz. Was will ich mit so einem scheiß Soul Heart? Nein! Und schon wieder so ein geiler Raum. Und direkt zweimal getroffen werden. Aber die sterben instant, kann das sein? Ja, yeah, das macht relativ viel Damage. Mr. Mega? Yep. Whatever. Das ist echt nicht der Run. Ich habe immer noch 2 Herzen. Das ist so scheiße. Ich mache kein Damage. Aber 40 Münzen. Ich mache kein Damage. Oh mein Gott. Was ist das? Unicorn. Da werde ich kurze Zeit unsterblich. Und ich könnte es... Ich weiß nicht, ob das klappt. Nein, klappt nicht. Okay, man wird kurze Zeit unsterblich und macht unglaublich viel Damage, wenn man die Gegner berührt. Cool. Schau mal, ich habe 40 Münzen also, und muss den Treasure Room skippen. Cool. Samson. Ich glaube halt nicht, dass ich Marm schaffe. Alter, ich möchte jetzt nur noch Optimismus hören. Oh ja. Alter, das macht ja echt artig Schaden. Oh. Cube of Meat. Das ist echt praktisch. Super Hackfleischboy. Matthias, kannst du bitte dein Deutsch einpacken und heimgehen? Nein. Also wenn wir jetzt noch 2 Reiter bekommen. Oh nein. Oh, wie ekelhaft. Wie ekelhaft. Oh Mann.
geht aber eigentlich. Schau mal hier. Nein, was mache ich da? Fuck. Okay. Keine Ahnung, was machst du denn? Wenn ich jetzt Damage bekomme, ist dieses maximale HP-Ding weg. Schau mal hier, das sind glaube ich 20 Cent, was da liegen. Was will ich mit 20 Cent? An den Viechern ist mein Marmrun gestorben, weil einfach 8 Stück davon auf einmal gespawnt wurden. Das 8 Stück ist unwahrscheinlich. Es waren 8. Okay. Mein Soulheart wurde zuerst gefressen. An jeder Tür waren plötzlich 2 Stück. Da gab es einfach nichts mehr, weil du konntest einfach nirgendwo mehr hinlaufen. Okay, ich glaube, dieses Max-HP sind weg. Oh, ich habe es nicht gesehen und dann, als ich es gesehen habe, war es schon zu spät. Und ich... Oh. Sehr verehrte Damen und Herren, bitte seien Sie nachsichtig. Wir kommen gerade aus einer League of Legends-Aufnahme und es ist kurz nach Mitternacht. Ich will nicht... Ah! Nein! Oh, ich darf kein Damage kriegen, ey. Ein Schlüssel! Yeah! Alter, dass ich das noch erleben darf. Okay, komm. Ich brauche jetzt irgendwas Geiles. Geilo. Was ist das? Das ist das Item, mit dem Samson startet. Wenn ich einen Gegner töte, erhöht sich mein Schaden für diesen Raum. Das heißt, wenn da so ein Raum ist, wo da 5 Fliegen drin sind, dann mache ich nach den 5 Fliegen Max Damage. Ach so. Oh mein Gott, cool. Oh mein Gott, ich schaffe es nie, diese Dinger ohne Damage zu surviven. Na, da war es weg. Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Das ist... Oh Mann. Oh Mann. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Wirklich nicht. Also, jetzt mal ohne Witz. Also, das ist halt einfach... Und ich, Alter! Oh! Ich könnte gamblen, aber ich habe ja keinen Schlüssel. Siehst du, jetzt sind meine Tiers schon rot. Aua. Oh ja. Ja, mehr Bomben. Mhm. Oh, 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 oh. Alter, wie eklig. Das war jetzt echt fies. Das war wirklich fies, ja. Zum Glück hast du deinen Vogel, der macht hier nämlich jetzt echt einen geilen Job. Ja, hin und wieder. Es ist immer geil, wenn du gegen Masken kämpfst und er sich an die Masken ranhängt. Denkst du, das ist Vogel? Jetzt natürlich auch ein sehr gefährlicher Gegner. Ich sehe es kommen, ich schaffe es jetzt hier Damage zu kriegen. Oh, jetzt geht's aber los. Nein, nein. Okay, ich kaufe es jetzt einfach, weil ich genug Geld habe. Also schau, ich zeig dir jetzt, was diese Hacke kann. Hier die Notch-Hacke. Nicht wirklich. Das war's. Doch. Doch. Ja, gut, ich meine, wenn man jetzt tatsächlich keine Bomben hätte, dann wäre dieses Item voll geil. Ja, aber weißt du, die Aufladezeit ist, glaube ich, so lang, das ist einfach scheiße. Ach so. Ich dachte, man kann das jetzt einfach nach Jux und Laune benutzen. Nein. Nein. Ups. Oh, Gamble! Könntest du jetzt. Okay. Ich hau mal den Zeitraffer rein. Das wird ja jetzt wahrscheinlich eine Weile dauern. Ich meine, wir können auch über irgendwas quatschen. Ein Schlüssel! Also übrigens, die Karte, die ich da habe, so schnell kann es gehen. Das ist jetzt aber echt deprimierend. Die Karte, die ich habe, die macht, dass ich einen Raum lang zielsuchende Tränen habe. Wobei zielsuchend relativ ist. Das ist nicht wirklich zielsuchend. Die Lilanen, meinst du? Die sind echt nicht so geil. Nee, ich glaube, ich hatte die auch schon mal. Solche Räume. Und die fliegen zwar dem Ziel hinterher, fallen dann aber vorher auf den Boden.
Ja, ja. Ganz ruhig. Alter. Alter? Ja, genau. Oh, oh. Nicht wirklich, das ist nicht wirklich ein Bomberman. Geil. Doch, doch, natürlich. Alter, Bomberman ist aber jetzt auch ein geiles Spiel. Das sollten wir auch mal spielen. Oh, nee, ey. Komm her. Aber das ist halt auch kein tolles Mr. Item. Mr. Boom.